I thought the first period was a pretty solid period for us. We generated some opportunities, both 5-on-5 and power play. Second period, back and forth. I thought they did some good things, and you could tell in the third period they were playing for their playoff lives, and they did a lot of good things. They put a lot of pucks to the net. They skated well. They competed very hard, and I thought we did just enough to win the game. We're going to need to be better moving forward, but sometimes you win games when you don't deserve them, and that's not what we're saying. But we just thought that the third period we didn't play our game the way we needed to, and they did a very good job of just coming hard and pressuring us, and we had to rely on our goaltending a little bit too much. But we'll take the points and move forward and try and be better on Sunday. Thanks, Mr. Klose. Ich darf kurz zusammenfassen, was er gesagt hat. Im ersten Drittel lief es noch gut für seine Mannschaft, einige Chancen. Das zweite Drittel ging dann hin und her und im dritten Drittel war es schon Playoff-Hockey. Aber er sagt, die Vorteile lagen eindeutig bei den Iserlohnern, die hart gekämpft haben. Manchmal gewinnt man Spiele, sagt er, die man eigentlich nicht so verdient hat zu gewinnen. Aber sie haben es gewonnen im dritten Drittel. Das haben sie nicht richtig in ihr Spiel gefunden, aber ihr Keeper Wessler hat sie im Spiel gehalten. Letztlich sind es aber die beiden Punkte und man schaut nach vorne zum nächsten Spiel. Thanks. Gibt es Fragen an den Coach der Kölner Haie? Dann, Jari, dein Statement bitte. Ja, hallo zusammen. Corey habe ich schon gratuliert. Sicherlich zwei schöne Punkte für Köln. Erstens, unglaubliche Stimmung wieder hier. Das haben die Fans und die Mannschaft zusammen hingekriegt. War ein toller Eishockeyabend, wo unsere Mannschaft natürlich hervorragendes Eishockey gespielt hat. Im ersten Drittel, da haben wir noch nicht ganz das Spiel so gespielt, wie wir wollten. Es war sehr, sehr hohes Tempo. Im ersten Drittel, Köln hat unglaublich gut und druckvoll gespielt, die ersten 10, 12 Minuten. Und da haben wir ab und zu unsere Probleme gehabt, aber danach, was wir gesehen haben, war vielleicht das beste Iserlohner Mannschaft, was wir dieses Jahr gesehen haben. Mit so einem Tempo, gegen so eine gute Verteidiger und Torhüter, haben wir angerannt, schöne Spielzüge, schöne Torschancen herausgespielt. Teilweise, wie die Verteidiger jedes Mal oder fast jedes Mal, wenn wir schnell die Scheibe bewegt haben nach vorne, haben wir eine Überzahlsituation geschafft, 3 gegen 2 oder 4 gegen 3 sogar. Und das war toll anzusehen. War echt tolles Spiel. Wir haben sicherlich nicht die Belohnung gekriegt heute, was wir wieder mal verdient hätten, meiner Meinung nach. Das ist nur ganz meine bescheidene Meinung. Hätten wir heute 3 Punkte verdient gehabt gegen eine sehr gute Kölner Mannschaft. Aber genauso wie Corey sagte, das ist immer nicht ganz gerecht, wie es ist. Einer gewinnt, einer verliert. Und schade, dass es so heute passiert ist. Aber unglaublich stolz für meine Mannschaft. Die haben alles auf dem Eis gelassen. Und mehr kannst du nicht als Trainer von der Mannschaft verlangen. Jeder Mann, der da war, hat alles gegeben. Und Hut ab für die Leistung. Tolle Eishockey gespielt. Dankeschön. Es geht um die Frage der Kraft, vor allen Dingen im Abschluss, dass die Mannschaft noch Kraft hat und ob das wohl auch gegen München noch so der Fall sein wird. Normalerweise, wenn wir jetzt nicht so gesehen hätten, wie die Mannschaft uns überrascht hat ein paar Mal, würde ich sagen, nach so einem Spiel mit 3 Reihen, es ist fast unmöglich, so ein Spiel nochmal am Sonntag hinzulegen. Aber ich sage jetzt nichts, weil wir haben das oft genug gesehen dieses Jahr, insbesondere in den letzten 2 Monaten, was die Mannschaft leisten kann. Und deswegen, die Hoffnung habe ich natürlich, dass wir genauso 60 Minuten radeln und spielen können wie heute. Aber das kann man natürlich nicht wissen. Das ist jetzt so eine Woche nach Woche mit dieser kurzen Bank haben wir da geradelt und es ist unmöglich, das zu beantworten. Aber ich vertraue der Truppe und ich hoffe natürlich, dass wir wieder so ein Spektakel, würde ich mal was sagen, anbieten können für alle, die nach Salzburg kommen.